Okay, Leute, wir gucken ein Video von Felix, waren wir lange nicht mehr, also von Adventure Buddy. Der ist mit Paul zusammen, glaube ich, durch Deutschland gefahren mit dem Fahrrad. Und da ist jetzt das erste Video online. Und da wollte ich natürlich mal reinschauen, was sie so Schönes erlebt haben. Planlos geht der Plan los. 1200 Kilometer Bikepacking durch Deutschland. Folge 1. Hey, du. Moin. Ja, genau du. Hast du Ja. nicht manchmal auch das Gefühl, dass dir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt? Du Ja. willst raus, einfach was erleben. Ja. Doch wie? Das Internet zeigt dir täglich aufs Neue die schönsten Traumwelten, ferne Reiseländer und deine Lieblings-YouTuber schwärmen von ihren krassen Touren über den halben Globus. Kein Wunder, dass dieses Leben fernab der Realität bei dem einen oder anderen Unmut auslöst. Ich meine, wie soll man da mithalten? Ich sage dir, alles, was du dafür brauchst, ist bereits da. Das Abenteuer liegt direkt vor deiner Haustür. Ja, der Fahrrad ist schon da, die Bikepacking-Taschen sind schon da, das Zelt ist schon da, die Isomatte ist schon da, der Schlafsack ist schon da. Es ist alles schon da, Leute. Ihr müsst das einfach nur nehmen und rausgehen. Ein Paul mit Hemd. Wieso fährt denn Paul mit einem Hemd Fahrrad, Alter? Auch wild. Geil, ist das der Harz? Ist das der Harz? Oh mein Gott, da haben wir die Belohnung für diese ganze Scheiße. Geil. Das ist schon Bayern. Turbobananen am Start. Zusammen mit meinem guten Freund Paul sollte es auf diesem Abenteuer etwa 1200 Kilometer. Okay, jetzt bin ich mal gespannt hier. Wilde Animation. Mitten Tandem, Alter. Okay, von Nördlichpunkt, nördlichsten Punkt Hamburg. Deutschlands an der dänischen Grenze. Zum südlichsten Punkt. Warte mal, hier Hannover. Hier, oh, hier einmal durch den Harz durch. Hier müsste der Harz sein. Genau. Nürnberg. Deutschlands, dem München. Haldenwanger Eck an der österreichischen Grenze gehen. Und Geil, geil, geil. unsere Tour führte uns durch mehrere deutsche Großstädte, über Stock und Stein, vorbei an nicht enden wollenden Kanälen und gleich über mehrere Gebirge mit unzähligen Höhenmetern. Sehr nice, freue Wenn ich mich ihr auch drauf. mit dem E-Bike hochfährt, oben ist das Ding safe leer, der Akku. So steil ist das. Geht doch! Alter, er geht auf Kurvenlage. Was für ein Moment. Man könnte fast ein kleines Tränchen verdrücken, ehrlich. Geil, freue ich mich sehr darauf, auf die ganzen Videos, die jetzt Moin kommen. Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem meinem Kanal. Kanal. Der Paul ist mit am Start und die Böcke. Die Böcke sind berödelt, Leute. Und ihr wisst. Alter, guck dir den Paul an. Wie er mit dem Hemd am Start ist und diesen Taschen da drauf und so. Hey, warte mal, nee, das ist so ein Tactical-Ding. Hä? Was ist das? Warte mal. Hier sind ja so Patchflächen an der Seite und so Reißverschlüsse. Was ist das denn? Ganz genau, was das heißt. Es geht wieder mit dem Fahrrad los. Ich glaube, ich habe keine Frage häufiger gehört, als wann gibt es die nächste Fahrradtour. Wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar führt diese Tour uns einmal durch komplett Deutschland. Wir stehen hier am nördlichsten Punkt in Deutschland, an der Grenze zu Dänemark. Hier haben wir es einmal stehen, der deutsch-dänische Deich. Deich. Datter. Datterteich. Waren wir auch gerade schon oben. Auf der anderen Seite ist das Meer, die Nordsee. Und von hier geht es quasi vom Meer in den nächsten 7, 8, 9, 10 Tagen. Keine Ahnung, wie lange wir brauchen werden. Das sind ungefähr 1200 Kilometer. Warte mal, 1200 Kilometer? Ja. 100 am Tag wären 12 Tage. Kannst schon noch ein bisschen was rausfahren. Ja. Ja, so 8, 9 Tage, ne? Bis in die Berge auf die andere Seite von Deutschland. Paul schmeißt schon wieder die ganze Ausrüstung durch die Gegend. Es ist auch wirklich ka ganz chaotisch wieder heute gestartet. Du kannst ja Geil. vielleicht mal ganz kurz sagen, wie lange du schon unterwegs bist heute. Ich glaube, wenn ich mal kurz auf die Uhr gucke, sind es jetzt genau 11 Stunden. 11 Stunden. Ja, 11 Stunden. Zugfahren. Ich bin jetzt 12 Stunden wach und Alter, Paul! 11 Stunden im Zug gewesen. Und wir haben noch keinen Meter gefahren Nein. eigentlich. Die Fahrräder sind auf jeden Fall wieder ordentlich berödelt. Leute, ihr könnt es schon sehen, alle Taschen sind voll gequetscht. Paul hat schon hinten die klassische Gurke Gurke. hinten drauf gespannt. Ich glaube sogar im Zweierpack, oder? Vorne ist noch eine. Ach, vorne ist die andere, stimmt. Vorne noch die zweite Gurke, hier eine Stark. Packung Nudeln. Jetzt Da ist noch eine Packung Nudeln drin, da ist Pesto drin. Ihr wisst es, alles, was man so dabei haben muss als Ja. Radreisender. Hat ganz einfach den Grund, weil wir morgen nicht einkaufen können. Morgen ist ein Feiertag, deswegen müssen wir schon mal für 2 Tage einpacken. Und die Fahrräder sind dementsprechend völlig überladen. Ich habe richtig Bock und in dem Geil. Sinne, auf geht's mit Mock Auf und auf den über. Bock. Nach den ersten Strapazen und ausgefallenen Zügen saßen wir also endlich im Sattel. Und mit leichter Verzögerung fuhren wir langsam in den Abend hinein. Von Alnatura, die guten Dinkelnudeln, Alter.
Alter, ist das da flach. Alter, ich sehe das schon, ich erkenne diese Position von Felix. Wie er einfach beim Fahrradfahren Drohne fliegt. Wie, verstehe ich nicht, wie das geht. Das hat er damals schon gemacht. Die ersten Kilometer führten uns vorbei an etlichen Schafherden, endlosen Feldern und Wiesen, Schafen, noch mehr Feldern und noch mehr Schafen. Schön. So, Dämmerung ist in voll. Ah, okay, mit was fahren die da? Im Gange. Deich. Ist das Komoot? Nee. Wiese. Ist ja ein Satellitending. Grauer Himmel. Oder die fahren einfach mit Google Maps oder sowas, ne? Dahinter ist, glaube ich, das Meer. Das sieht aus, als wäre das endlos, oder? Geil. Irgendwie ein bisschen gruselig. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die nächsten Tage werden und wie sich das Terrain und die ganze Umgebung noch ändern werden. Diese Tour, anders als die anderen, findet mal nur in Deutschland statt. Dafür werden wir, denke ich, viele verschiedene Landschaften durchfahren. Jetzt so dieses Flache mit den ganzen Deichen, viele Schafe, viel Gegenwind. Wir werden irgendwo am Harz vorbeifahren oder den Harz schneiden. Geil, da freue ich mich drauf. Kasseler Berge liegen auf dem Weg natürlich. Bei Kasseler Berge musst du aufpassen, da ist ein Blitzer. Der ist tückisch. Vorher erstmal noch Hamburg und so weiter und so fort. Bis wir irgendwann später ins Allgäu fahren und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir haben tatsächlich auf dieser Tour, so von der Umgebung her, von dem Terrain, alles mit dabei. Durch die Dämmerung ging es langsam weiter am Deich entlang, bis wir in kompletter Dunkelheit die erste größere Stadt erreichten. Boah, aber da kommt schon mal ein bisschen Feeling auf hier, ne? Ach, Leute, das Leben des Radreisenden ist wieder in vollem Gange. Ja. Wir haben es 21 Uhr. Wir sind ja, wie gesagt, heute sehr spät los. Ah, jetzt, oh, müssen wir noch achten. Unten stehen die Kilometer, 68 Kilometer erst. Gefahren. Sind jetzt aber, glaube ich, schon echt auch 4 Stunden wieder auf dem Bock. Sind hier jetzt auf jeden Fall beim Rewe in Husum. Das ist, glaube ich, auch der einzige Supermarkt, der hier irgendwie in der Gegend noch auf hat. Stehen die Böcke. Paul ist gerade drin einkaufen. Danach gehe ich eben rein. Alter. Das könnte ich sein. Hier ist auf jeden Fall die Party noch voll in Gange. Husum tobt und lebt wie nie zuvor. Grüße gehen raus an alle Husumer. Ja, jetzt wird eben noch ein bisschen Wasser aufgefüllt. Alle Husumer! Füllt und so weiter und so fort. Und ich denke, dann werden wir gleich uns auch mal auf die Suche nach einem Schlafplatz machen. Das ist dumm. Ah, die haben Jetboil diesmal mit. Aber einen großen, ne? Tag 1 ist zu Ende, beziehungsweise das waren ja jetzt eigentlich nur ein paar Stunden, die wir heute gefahren sind. 83? Wir haben eine relativ coole Location gefunden, so eine kleine Hütte, zeige ich euch morgen früh. Kleine Lampe aufgehangen im Hintergrund. Ich muss wirklich sagen, so sehr habe ich mich auf die Nudel lange nicht mehr gefreut. Wir haben noch eine Gurke mit dabei, oder auch Jorke, wie man sagt. Wir haben ein Tomaten mit dabei und einen Käse. Ich wollte gerade sagen, der Käse ist noch wichtig. Es gibt also wieder wirklich den klassischen Nudeltopf des Radreisenden. Da freue ich mich sowas von drauf. Der schmeckt nämlich einfach auf der Radreise am besten. Essen. Oh! Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Da würde ich jetzt auch gern reingehen. Den Nudeltopf. Wir sind echt verknödelt. Das heißt, jetzt wird nur noch gegessen. Paul ist da drüben. Verknödelt, mein Gott. Du bist vor allem verknödelt, glaube ich. Ja. Du hast ja den anstrengenderen Tag gehabt heute. Ich bin durch. Lass dir die Nudel schmecken, Paul. Und die lass es dir bitte auch schmecken. Prost. Auf Prost, mein Lieber. Ganz doll. Ganz doll. In dem Sinne, guten Appetit und gute Nacht. Ich melde mich dann morgen früh wieder. Oh. Guten Morgen, Leute. Erste Nacht ist vorbei. Wir haben es 8 Uhr. Das Schönste ist doch, wenn man morgens mal das Wetter checkt. Ich dachte, einen Song anmacht. Regen. Das hier sieht. Schwere Windwolken den ganzen Tag. Und das in Nordfriesland. Geil. Wo es super flach ist. 70%ige Regenwahrscheinlichkeit. Geil. Ehrlich. Morgen 50, danach 60, danach 40, danach 30. Da musst du wegfahren. Du schaffst es ja in einem Tag aus dieser Zone, aus dieser Schlechtwetterzone, wegzufahren. Mit dem Fahrrad. So kann der Tag beginnen. So sieht das aus bei uns hier. Hä? Ich hatte gestern in so einem kleinen Unterstand hier aufgebaut. War auch ganz gut, es hat ja ein bisschen geregnet, so sind die Zelte halt nicht nass geworden. Klar. Aber warum hat Paul da die Folie drüber? Nass werden. Ich habe jetzt die Plane mal runtergelassen.
Ist ja alles wasserdicht, aber es ist doch schöner, ein trockenes Zelt einzupacken, als ein nasses, sage ich euch. Ja, klar. Fahrräder haben auch Platz gefunden. Einmal der Ausblick. Ein paar Schafis. Eigentlich ganz schön. Paul wurde nicht so vom Glück gesegnet. Alter! Er musste nachts dreimal raus. Die sind in so einem Schutzgebäude oder irgendwas und da pfeift schon der Fuchs. Der Regen an sein Zelt gepeitscht ist und der die Plane zuerst auch nicht drüber hatte. Wir sind noch nicht einen einzigen Tag in Nordfriesland. Ich entwickle schon einen Hass gegen die Gegend. Geil, ich glaube, Alter. Der könnte sich heute auch nochmal gewaltig ausprägen. Der Radreisende hat es halt nicht leicht. Das muss man doch immer wieder direkt feststellen. Krass, wie schnell man sich wieder in einem komplett anderen Rhythmus bewegt. Oh, und schön der Tropenschlafsack. Dass die immer mit diesem Tropenschlafsack losziehen, das... Noch nicht mal 24 Stunden unterwegs und die Welt war eine komplett andere. Wir packten unsere Sachen zusammen, es gab ein kleines Frühstück und schon verließen wir unseren ersten Schlafplatz wieder. Es geht weiter. Naturerlebnisraum Koldenbüttler Marsch. Der Bock ist berödelt, da hinten seht ihr noch... Da oben haben die drin gepennt, ist schon geil. Die Hütte, die uns hier die Nacht Schutz gespendet hat. Und vor dem bestialischen Wind geschützt hat, der jetzt hier langsam auftaucht. Es geht weiter, langsam Richtung Hamburg. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich glaube, das könnte ganz schön biestig werden mit dem Wind. In dem Sinne, auf geht's. Abfahrt, Naufi. Es ist schöne super Songs. Windig. Am Wasser sieht man es jetzt vielleicht ein bisschen. Da ist richtig Wellengang. Rau und grau und windig. So kennt man den Norden. Mit konstant niedriger Geschwindigkeit und extremen Gegenwind ging es weiter. Nur Feld, die Straße und wir. Und die Gurke. Und nicht zu vergessen, Schafe. Nichts gegen Norddeutschland, aber mir wurde die Landschaft schnell zu eintönig und ich freute mich riesig auf ein wenig Abwechslung. Es ist unfassbar, Leute! Man kommt nicht vom Fleck! 10 km/h gegen den Wind! Alter! Oh, das ist eine schöne Strecke hier, ne? Der Wald so durch? Geil! Das erste Mal ein paar mehr Bäume. Oh, herrlich. Im Wald. Ist das schön, Leute. Zumindest mal so ein kleines Stück durch den Wald ballern. Geil. Frische Waldluft. Am Ende ist es die Abwechslung, ja, die es ausmacht. Weil wenn wir die ganze Zeit so fahren würden, dann wäre es auch nichts Besonderes. Aber solche Wege, ach, ich lieb's. Hier geht's auch wieder rein in den Wald. Herrlich. Wann waren denn die unterwegs? Kann das sein, dass das jetzt Anfang Oktober war? Weil hier ist ja noch nichts verfärbt, ne? Ist ja alles noch komplett grün. Wettertechnisch ist auf jeden Fall super seltsam heute. Entweder ist es zu warm, dann ziehst du die Jacke aus, dann ist es wieder zu kalt. Dann ziehst du die Regenjacke aus. Dann fängt es wieder an zu regnen. Dann hast du die Regenjacke an. Dann fängt es wieder an zu regnen. Und so weiter und so fort. Ja, also Wetter kann sich nicht so ganz entscheiden. Aber die Sonne guckt auf jeden Fall ein bisschen raus. Ist ganz schön. Und vor allem ist es auch ganz schön, mal wieder ein bisschen Abwechslung zu haben hier. Auf den schönen Waldwegen zwischendurch. Viele ruhige Straßen. Sehr, sehr wenig Bundesstraße. 2.10. wegen dem Feiertag. Ah, ja. Und so geht es okay. Jetzt auch erstmal weiter bis nach Hamburg. Gucken, ob wir das heute noch erreichen. Oh, dann aber schön mit dem Fahrrad auch mal über den Kiez. Und wo wir dann pennen. Keine Ahnung, kein Plan. Lassen wir alles auf uns zukommen. Alter, stellt euch vor, die würden da einfach wirklich dann noch knickknack auf der Reeperbahn und würden das einfach so mitvloggen mäßig. Auf jeden Fall müssen wir aber nochmal einkaufen. Beziehungsweise zumindest irgendwie Wasser kriegen. Einkaufen das wird irgendwie feiern. Aber irgendwo müssen wir noch Wasser besorgen. Zum Kochen und zum Trinken. Wasserfilter. In dem Sinne. Weiter geht's. Also einfach mal hier Offroad. Aha. Mal ein bisschen. Ui! Was denn? Hä? Felix, das geht hier nicht. Doch, hier war ein super großes Tier, das hier direkt neben mir im Busch war. Super!
Meter groß ist. Ja, circa 8 Meter hoch. Wirklich? Mindestens. Ja, was soll es sein? Ein Greif, ein Hitzegreif. Das ist ein klassisches Reh. Das war ein Reh. Das ist die Hauptstraße nach Hamburg übrigens. Alter! Also ich weiß nicht, wie die App den Weg hier anzeigen kann, wie die den überhaupt als Weg sieht. Ei! Ei! Ui! Zwei Stunden später erreichten wir dann, wieder in der Dunkelheit, Hamburg. Autolärm, Flugzeuge, starker Verkehr. Überall Lichter und Menschen. Das komplette Kontrastprogramm zu unserem bisherigen Tag. Leute, wir sind völlig verknödelt. Meine Aral-Tankstelle, haben uns hier ein paar Karotten geholt. Der Datta ist tatsächlich da, nach 142 Kilometer heute. Die ja anfänglich auch echt übel war mit dem Wind und so. Trotzdem 142. Krass. Leute, wir stehen hier auch an so einem richtig gut Kilometer gemacht. So übel nach Pisse riecht. Hier riecht so derbe nach Kloake. Aus dem Kanal. Aus dem Kanal, meinst du? Leute, wir essen jetzt noch ein paar Karotten und jetzt müssen wir irgendwie gleich aus Hamburg raus und gucken, wo wir einen Schlafplatz finden. Mhm. Mmh. Aber das ist gerade ein Traum. Ui. Mmh. Mmh. Nach einer kleinen Pause setzten wir unseren Weg fort, verließen Hamburg und schlugen unser Lager über. Schade, von Hamburg haben die jetzt gar nicht so viel gezeigt, ne? Ich habe bei der Tour nach Istanbul, die habe ich ja quasi die Route geplant, da habe ich geguckt, dass wenn man in den großen Städten ist, die Route dann durch die Stadt so weht, dass man irgendwie noch so, keine Ahnung, an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, geilen Brücken oder so wenigstens einmal dran vorbeifährt. Wenn ihr euch dran erinnert, hatten wir da ganz, ganz coole Sachen eigentlich mit auf der Tour drauf. Hätte ich mir jetzt bei Hamburg irgendwie auch ein bisschen gewünscht, aber weiß nicht, wie die Routenführung da ist. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle heißen und wo wir da überall waren. Waren wir da in Budapest und so? Bukarest? Ey, ich habe keine Ahnung mehr. Ich kann mich nur an die Bilder erinnern von irgendwelchen so Staatsgebäuden und sowas halt, ne? Irgendwo an der Stadtgrenze auf. Gut, dass wir zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnten, dass der Gegenwind in Nordfriesland nur der Anfang war. Und die folgenden Tage... Oh, nee, die Folge ist vorbei! ...werden sollten. Das ist eine katastrophale... Scheißnacht. Das ist zum Kotzen. Das ist so zum Kotzen. Oh nee. Es hört nicht auf. Es ist so psychotisch. Geil. Genau so weiter. Oh Mann! Magnus, ich hab dir schon mal dein Frühstück gemacht. Das gefällt mir. Guck mal, so die erste Folge war jetzt entspannt. Die müssen erstmal reinkommen. Der Verfall muss kommen. Und dann, jetzt langsam, setzt der Verfall ein. Und ab jetzt wird's dann komisch ab Folge 2. Und das ist ja genau das, was man mag. Geil. Ich freue mich richtig drauf. Daumen nach oben. Folgt gern. Oh, guck mal hier. Die Million ist ja quasi zum Greifen. Na, krass. Richtig, richtig stark. Ja, auf jeden Fall gerne auch ein Abo dalassen bei Felix. Ja? Und bei Paul natürlich auch, ganz klar. Ich freue mich sehr auf Folge 2. Bisher coole Tour.